Das hier ist die denkmalgeschützte Villa Schröder samt denkmalgeschütztem Anbau im Fegesacker Kapitänsquartier. Und der arglose Herr, der gerade den Anbau betritt, ist Jens Rathjen. Er will hier neue Wohnungen schaffen. Dafür soll die Villa renoviert werden und dieser alte Anbau einem neuen Anbau weichen. Die werden durch den Anbau sind geplant, 4 ergänzende Wohnungen zu bauen. In Summe werden das dann, wenn wir die Altbauimmobilie aufteilen, 7 Wohnungen werden. Im Augenblick gammelt die Villa Schröder, die früher mal einer reichen Bremer Räderfamilie gehörte, vor sich hin. Wenn hier neue Wohnungen entstehen, eigentlich eine gute Sache für das denkmalgeschützte Gebäude. Wäre da nicht die ärgerliche Sache mit dem Anbau? Der wird nämlich explizit in der Denkmalschutzbegründung von 1996 erwähnt. Ein denkmalgeschütztes Ensemble teilweise abreißen, der Landesdenkmalpfleger in Erklärungsnot. Dann fiel nach längerer Diskussion für uns die Entscheidung, gemeinsam mit den Planern und den Betreibern, diesen Anbau, der nach unserer Auffassung zwar ursprünglich mal zum Denkmal gehört hat, ja, das ist richtig, aber eben ein Anbau ist, der schon mehrfach verändert wurde und der gar nicht mehr original ist und für die eigentliche Villa auch eine deutlich geringere Bedeutung hat, dass wir lieber auf den verzichten und dafür das Haupthaus, die eigentliche Villa, unberührt lassen. Damit die malerisch am Weserhang gelegene Villa nicht weiter verrottet, also Abriss des Anbaus links und dann ein grauer Neubau, der so aussehen könnte. Ein guter Kompromiss findet der Landesdenkmalpfleger. Ein mittlerer Bauskandal finden Olaf Brandstätter und seine Mitstreiter. Sie haben eine Petition für den Erhalt der Villa samt Anbau gestartet. Es soll hier ohne Not ein zusammengehöriges Denkmal kaputt gemacht werden. Ja, aber es droht ja auch der Zerfall. Man kann ja niemanden zwingen, die Villa zu erhalten. Ich kann hier keinen Zerfall erkennen. Fegesack in Aufruhr. 261 Menschen haben die Petition unterzeichnet. Deshalb kommt heute auch der Petitionsausschuss der Bürgerschaft, um sich des Pudelskern in Natura anzusehen. Man sieht natürlich schon, dass die beiden Gebäudeteile schon etwas unterschiedlich sind. Das ist wohl wahr. Doch entschieden wird heute sowieso nichts. Der Petent hat genau die Möglichkeit, in der öffentlichen Anhörung, die es in diesem Verfahren noch geben wird, dann noch mal weitere Argumente vorzutragen. Dort wird es auch eine Diskussion mit den Mitgliedern des Petitionsausschusses und Behördenvertretern weitergeben. Doch warum spart sich der Investor den ganzen Streit nicht und saniert einfach das ganze Ensemble ohne Abriss und Neubau? Weil sie einen Aufzug einbauen müssten, zusätzliche Treppenhäuser, Brandschutzthemen berücksichtigen müssen, sodass der Aufwand, um diese Immobilie für sich so zu lassen, um da vielleicht 3 Wohnungen draus zu machen, in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht, aber auch im Grunde genommen das Denkmal ein Stück weit zerstören würde. Investor, Lokalpolitik und Denkmalschützer gegen 261 Petenten. Verhärtete Fronten im Fegesacker Kapitänsquartier. Mal sehen, ob das mit dem geplanten Abriss im Frühjahr 2022 was wird.